Hallo, ich habe bei Facebook schon was gemacht, Live-Video, und mache jetzt aber noch mal ein normales Video. So, wir sind jetzt den zweiten Tag auf Gran Canaria, gestern Abend angekommen, und ich bin etwas enttäuscht. Vielleicht waren meine Erwartungshaltungen halt überzogen oder zu hoch. Ich weiß es nicht, aber das Hotel ist nicht meins. Also bin völlig enttäuscht und geht gar nicht. Vom Zimmer her und von der Anlage her und alles. Wir wussten das ja und wir haben uns im Vorfeld ja auch erkundigt und die Bewertung gelesen. Und ich muss leider sagen, ich weiß, dass jeder das anders bewertet. Das Glas ist halb voll oder halb leer. Und ja, ich weiß. Aber wir fahren jetzt seit über 30, 35 Jahren in Urlaub und ich erlaube mir sagen zu können, dass ich ein bisschen was weiß von Hotels. Aber wenn ich dann die Bewertung lese, 6 von 6 Sonnen, haben die alle geraucht? Haben die Lack gesoffen? Waren die in keinem anderen Hotel? Wie kann man sowas als 6 Sterne das Hotel kriegt maximal 2 Sterne von mir. Meine Frau hat gesagt, kannst du nicht machen, 3. Ja, dann 3, aber das geht überhaupt nicht, das Hotel. Das Zimmer geht nicht, die Anlage geht nicht, es ist alles alt, das Essen geht gar nicht, der Speisesaal ist scheiße. Also, wir waren heute Mittag essen, das hat alles urlange gedauert. Wir haben zwar da gesessen als erstes und 5 Leute sind oder 5 Tische sind nach uns gekommen und weiß ich nicht, wir wurden dann als letztes bedient. Da muss ich einfach sagen, das kenne ich allerdings anders und besser. Ich habe ja gedacht, so dass das Moho Hotel auf Fuerteventura, was wir schon zweimal bereist haben, das ist hier auch ein Moho Hotel und da muss ich sagen, da liegen Welten zwischen. Also das Moho Hotel auf Fuerteventura ist um Längen besser. Um Längen. Von allem. Ja, mag sein, anderes Hotel, aber ich hätte gedacht, naja, man soll nicht denken. Ansonsten, Wetter 29 Grad, ist schön. Aber wie gesagt, ich werde hier keine 14 Tage verweilen. Das funktioniert nicht. Ich werde jetzt mit Altus versuchen, Kontakt aufzunehmen. Und dann gucken wir mal, dass wir ein anderes Hotel kriegen. Es sei denn, ich müsste noch, was weiß ich, wie viel Tausende von Euro bezahlen. Dann natürlich nicht. Wir haben jetzt eh 3 Tage ein Auto. Und dann machen wir das Beste draus. Und dann haken wir das Ganze ab. Aber wie gesagt, ich kann Moho Hotel Neptuno Gran Canaria nicht empfehlen. Und verstehe auch die Bewertungen nicht, die guten. Also der Speisesaal, wie gesagt, geht gar nicht. Ich mache ja auch Bilder und habe ja auch schon viele gemacht. Und die Anlage geht gar nicht. Wir sind jetzt hier um, weiß gar nicht, wann das war, 14 Uhr, 13 Uhr, keine Liege mehr zu kriegen. Jetzt liegen wir hier in einem Bereich, ja, weiß ich nicht. Das ist so, naja, wir liegen hier. Aber ansonsten, was soll ich dazu sagen? Wetter ist schön. Bisschen gelaufen sind wir heute schon. Ah, gucken wir mal. So, das war's aber. 4 Minuten. Viel zu viel. Also, schönen Tag noch.